Hallihallo, in diesem Video zeige ich dir das Pascalsche Dreieck. Das ist das dritte Fenster am Arbeitsblatt Pascalsches Dreieck 1. Das Pascalsche Dreieck ist eine besondere Anordnung von besonderen Zahlen, die uns in der Mathematik immer wieder über den Weg laufen werden. So schaut das Pascalsche Dreieck aus. Also zumindest mal die ersten paar Einträge, die Spitze davon. Es geht nach unten hin und endlich so weiter mit einem ganz bestimmten Muster. Und dieses Muster solltest du jetzt mal herausfinden. Schau es dir genau an, nimm dir ruhig Zeit dafür. Du kannst das Video pausieren und wir werden es dann nachher vergleichen. Gut, ich denke, die erste Eigenschaft, die sofort ins Auge sticht, ist, dass die Einträge am Rand immer Einsen sind. Das heißt, der erste und der letzte Eintrag ist jeweils eine 1. Was hat es jetzt aber mit den Einträgen in der Mitte auf sich? Schau mal her. Wir haben hier die Einträge 1 und 1 und darunter steht eine 2. Und es gilt ja auch, 1 plus 1 ist 2. Überprüfen wir das in der nächsten Zeile. 1 plus 2 ist 3 und 2 plus 1 ist 3. Ach ja, das funktioniert. Das heißt, es müsste in der nächsten Zeile auch so sein. 1 plus 3 ist 4, 3 plus 3 ist 6 und 3 plus 1 ist 4. Das passt. Das bedeutet, dass die Summe der beiden oberen Einträge immer den jeweiligen Eintrag darunter bestimmt. Gut, du kennst jetzt also schon sehr wichtige Eigenschaften vom Pascalschen Dreieck. Mit diesem Muster sollst du jetzt weitermachen und die nächsten drei Zeilen des Pascalschen Dreiecks notieren. Pausiere dafür das Video und du kannst nachher mit mir vergleichen. Schauen wir mal. Die Einträge am Rand sollen Einsen sein und die Summe der Einträge darüber ergibt den Eintrag darunter. Das ist also die erste Zeile, die du notiert hast. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Und dann noch 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Gut, du kennst jetzt also schon die wichtigsten Merkmale des Pascalschen Dreiecks. Ich möchte noch ein paar andere Eigenschaften zeigen, die nützlich sein können. Du hast wahrscheinlich schon bemerkt, dass das Pascalsche Dreieck symmetrisch zur Mitte ist. Das heißt, der erste Eintrag ist gleich dem letzten, der zweite gleich dem vorletzten und so weiter. Das kann recht praktisch sein, weil du damit immer nur die erste Hälfte berechnen musst der Einträge und die andere Hälfte kannst du dann in die andere Richtung spiegeln. Eine andere praktische Eigenschaft ist zu wissen, dass der zweite Eintrag im Pascalschen Dreieck immer um 1 mehr wird, weil du ja immer von links 1 dazu addierst. Das heißt, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Dasselbe gilt aufgrund der Symmetrie natürlich auch für den vorletzten Eintrag. Und das hilft uns, auch die Zeilen zu benennen. Wir benennen nämlich die oberste Zeile nullte Zeile. Warum? Weil du ja da noch keinen zweiten Eintrag hast. Die nächste Zeile ist die erste Zeile, dann kommt die zweite Zeile, dritte Zeile, vierte, fünfte, sechste, siebte und so weiter und so fort. Das sind mal ein paar Eigenschaften vom Pascalschen Dreieck. Es gibt noch viel mehr und sehr interessante Eigenschaften, die würden aber den Rahmen von diesem Video und von diesem Arbeitsblatt sprengen. Du fragst dich jetzt vielleicht noch, ja, was hat das jetzt das Pascalsche Dreieck mit den binomischen Formeln aus den vorherigen Videos zu tun? Das zeige ich dir im nächsten Video.